So, Isarun hat noch eine Aktion. Genau, möchtest du die jetzt schon abhandeln? Weil eigentlich habe ich ja vorgezogen. Jetzt. Gut, ich möchte mich orientieren. Orientieren. Dann steigst du auf. 22. 22, die Kamanati. Und zwar die oberen sind dran und schauen mal, ob sie dich entdecken. Fünf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auf der eins sehen sie euch. Ja, Nicht genau. Also gelogen. wir hatten ja gesehen, dass die Probe um 20 Punkte erschwert wäre. Ja, auf der eins ist halt immer noch ein Crit. So, die Per-Shirashim haben schon gewürfelt. 21, Koski ist dran. Die ausgestoßenen Devese. Die sieht es, was da passiert, oder? Im Ja, Warenhaus? ich denke schon, weil sie hat die höhere Initiative, sie weiß, dass Abel mir jetzt da ist. Hey, ja, Die die müsste hat sich erstmal umdrehen, oder? Die guckt wahrscheinlich in die falsche Richtung, oder? Ich gehe davon aus. Oder guckt sie nach Norden? die hätte jetzt tatsächlich so in diese Richtung ein bisschen geguckt. Ja, also Die Sache, ob die das. ich gehe davon aus, dass sie sich erstmal zu Isarun und der explodierenden Kampfmagierin dann Die hat umguckt. den Pfeil eingelegt, das ist die Sache. Weil ich Das. stehe ja direkt hinter diesem Niewesen, also im Schatten von ihm sozusagen. Man vergleicht eine Probe, Sinnesschärfe, Verstecken, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass sie erstmal Isarun von Interesse ist für Koski. Ja, also wird er erstmal einen Pfeil anlegen müssen nach dem Hechtsprung. Ja. Gut, einmal Pfeil anlegen und einen Schnellschuss oder was macht sie? Die muss ja mit dem Kompositbogen mit Schnellladen zwei Aktionen laden. Das heißt, die kann nicht schießen in dieser Runde. Gut, dann bleibt sie aber auch weiter verborgen. Raffi. Die bleibt weiter versteckt, ja. So. Ja, die sind ja fertig mit Handeln, richtig? Können auch Die nichts haben machen. sich orientiert und sind vom Wagen runtergesprungen. Okay. Dann kann ich den guten Mann hier Sturm angreifen. Generell ja. Geschwindigkeit sollte passen, beziehungsweise Entfernung maximal oder mindestens 4 Meter, die hast du. Gut, Durch dann möchte ich das den Mann da Gebüsch. Sturm angreifen. Los. Vierer erschwert ist der Sturmangriff und ich kann auch noch Wucht reinlegen, richtig? Genau. Aber dann legen wir noch mal eine Zweierwucht da rein. Langweilig. Den alten Mann an die Hände pusten, aber es passiert nichts. Okay, was? Warte mal, meine GS ist ja hier für immer falsch sprechen. Mein GS ist 7 oder 8, Wahrscheinlich, also richtig? im Normalfall ist sie 8. Jetzt mit Rüstung, dann ist sie sicherlich kleiner. Hast du da eine 7. Gewandtheit von 16 oder höher? Nein. Dann ja, es klingt 7 richtig. Okay, 7. Wie war das denn? Halbe GS kriegt er? Genau. Halbe GS plus 4, dann nochmal mein Zweier Wuchtschlag. Kriegt er 22 in den Kopf. Aber wird nicht verdoppelt? 22, Rüstung ist Du hast schon 5. gewürfelt, ne? Darf ich da ein Gegenhalten ansagen? Nein, du bist fertig. Der Mann ist fertig mit Handeln. Keine Aktion Aber mehr. es ist eine Paradeaktion. Er hat recht, das Gegenhalten ist eine Paradeaktion. Ja, aber er hat es runtergestiegen. Erste Aktion. Er hat sich orientiert. Zweite Ja, Aktion. eine richtige Deswegen, Aktion, nee, Position der war das stand da nicht. schon. Der Das. stand da schon. Es war eine Aktion Orientierung. Und die runtergestiegen ist sie hier. Stimmt. Vor allem Dann hätte wäre ich sie das. gecharged. Heißt, er hat Wie auch noch. immer. Mir egal. Ich habe extra gefragt, ob der noch Aktionen hat. Sonst hätte ich ja nicht Sturm angegriffen. Gut, dann greifst du sie an. Ist mir auch recht. Das war auch in der letzten Kampfrunde, wo sie runtergestiegen ist. Das ist Nee, eine nee, Initialaktion, war schon in der oder? ersten Kampfrunde. Ist okay. Okay. Ah, ist egal. Dann kannst du frei ausweichen könntest du noch. Das stimmt, das kann sie immer. Das macht wahrscheinlich Sinn, ja. Frei ausweichen. Was haben die Fjerninger für Ausweichenwerte? Ich habe keinen Ausweichen 3, ne? Die Fjerninger haben. Ah, ne, die haben nichts dergleichen. Nee, dann würfel einfach mal auf die. Ich muss gerade mal gucken. Parade 16 mit der Baba-Streitaxt. Ich würde mal sagen, die haben eine Parade oder einen Ausweichenwert von 10 oder so. Das klingt, glaube ich, gut. Glück der Parade-Basiswert, wenn nichts weiter angehen ist, oder? Ja. Sie hat kein Ausweichen Ja. 1 oder 2 oder 3 haben oder sowas. Aber ich würde mal sagen, eine 10 plus die Erschwernisse von den Proben. Bandstrahl, nee, Blendstrahl. Würfel einfach mal ein W20. Ja, guck halt, ob es relevant ist. Also, wenn es eine 1 oder eine 2 ist, dann wird es reichen. Ah, es reicht. Ja, das reicht. Dann Dann. taucht sie halb blind, wie sie ist, unter deiner Bohrensichel hindurch und schaut dich grimmig an. Okay, Rafim, das war ein
Ja, Sturmangriff kann nichts mehr machen. Ich wollte gerade gucken, sie hat aber funktioniert. Aber sie hat auch keinen Passierschlag oder sowas. Asavo ist dran. Ja, Asavo, was möchte er tun? Aktionposition und dann gegen Brand kämpfen, aber ohne Sturmangriff. Und dann einfach mal schauen, ob das gelingt. Kampfstab. Jetzt gegenhalten. Ja, ich würfel selber mal meine Attacke. 1. Asavo, der alte Killer hier. Steht dich mit 1. Ich möchte alles zurücknehmen, was ich je was aber gesagt habe. Der Junge ist gut. Dann kann man kommt halt jetzt dein Gegenhalten. Das auf den halben Wert gegenhalten. Genau, dann halb. Wie viel ist der durch den Blendstrahl geblendet? 10 fünf. Punkte auf Attacken? 5. Ne? Erst halbieren, dann 5 ab. Plus die 4 Punkte erst gegenhalten. Würfel einfach mal die Attacke. Und dann schauen wir mal. Er ist 4. Orientiert. Oh, Junge, Junge, Junge. Nee, ich glaube, das reicht nicht. Wie ist seine normale Attacke? Seine Attacke ist 19. Jetzt dann reicht es nicht. Wir ziehen mal 5 ab von den 19, dann bleiben 14 und 14 halbiert sind 7. Ja, aber er hat doch so viel mehr Inni. Nee, wir ziehen 5 ab, dann ziehen wir 4 ab von Gegenharten nämlich. Und dann halbieren wir. Dann sind wir bei 5, oder? Fuck, okay, es reicht trotzdem. Es reicht. Schade. Also er macht den halben Schaden, weil Initiative technisch gewinnt er. Ja, die hat nein, wie will er denn Inni gewinnen mit 6? Richtig, er gewinnt er die Inni bei weitem nicht. Nein, ich meine, Asavo gewinnt. So. Asavo ja, gewinnt, ja. Aber ja, der halbe Schaden kommt trotzdem durch. Genau. Ja, ja. Darf ich mal kurz nochmal fragen? Ja. Fjani hat sich ja orientiert nach dem Blendstrahl. Wie viel Inni hat er jetzt? 6. 6. 6, okay. Okay, dann hat er ja nicht so viel getan. Warte, über welches Talent führt er die? Zwei Handtiefwaffen. Ja, passt. Die Waffen dürfen gegenhalten. Oh. Dann mach mal die Trefferpunkte. Einfach mal auf die Doppelklicken, die Trefferpunkte. Das nicht. Nein, Asavo, nein. Böse. Nein, bring ihn nicht um. Sind doch nur 6 TP. Geht doch klar. Ist ja nur eine halbe Schaden. Warte mal, das war, ja, okay. Ist da nicht noch ein Modifikator drauf? Plus 5. Plus 5? Das sind wir bei 12. Das sind 17. 15? 17 halbe, 18 9. sind 9 TP. Dann schreibe ich mir mal 9 TP. Kannst du das mal bitte von Asavos Lebenspunkten abziehen? Ich mache gerade mal selber Schaden. Ich bin schon dran, ja. Dann bekommst du 3 plus 6 sind 3 plus 6 sind 9 TP auf den Brandraski hier. 9 TP mit Rüstung sind wir wieder bei 4, die er verliert. Dann hat er 38. Asavo ist fertig. Schrott. Iserun, hat er sich orientiert, ist fertig. Jarlan hat er einmal vorgezogen. Eine Aktion hast du noch, ne? Ne, beide sind durch. Beide. So, dann kommt die zweite Kampf. Halt, stopp, ich habe noch eine Aktion. Ich habe nur Position gemacht, also durch den Schatten. Nee. Du hast eine Aktion fertig gezaubert und dann eine Aktion Position. Okay, gut. So, nächste Kampfrunde. Ihr könnt vorziehen, ansonsten ist Svartjok da. Ja, ich ziehe auf jeden Fall vor. Gut. Ja, Assassinenangriff von hinten. Ich steche ihn mit Meucheln von hinten ab mit dem Säbel. Ja, ist aber nur eine plus 5, weil er schon im Kampf ist. Meucheln geht nicht mit Säbeln. Echt mal. Okay. Hast du nicht einen Dolch? Du bekommst für Angriffe von hinten eine minus 5. Das wird auch nicht richtig. Man möchte die Nivesen unterbrechen. Okay, stopp. Zieht vor. Oski ist dran. Genau, die möchte gerne sich umgucken. Wenn die das Getümmel sieht, wird die, denke ich, hier das im Blickfeld haben. Ich denke auch. Und möchte dann vorziehen und einen Schnellschuss auf die Schwerthand von Abelmir quasi führen. Das ist ein Schuss ins Kampfgetümmel. Frage an Lektor, Freifeil oder nicht? Mhm. Moment. Jeden siebten steuert Nagrach. Ja. Wie sieht es denn momentan aus? Der Alte kann nicht zaubern. Und ist das erschwert. Wenn sie die Hand trifft, kann dann der Meuchelangriff stattfinden? Im Freifall bekommt er erstmal dreifachen Schaden in die Hand. Ich glaube, dann bricht er mit Schmerz zusammen. Wow, ich möchte vorziehen. Mhm. Ich möchte sie blitzen. ich liebe das. Kannst du sie denn jetzt sehen? Wenn sie schießen will, muss ja. Wenn sie schießen will, wird sie es auf jeden Fall in Deckung sein, aber sich kurz... Sieh den Freifall! Von mir aus können wir irgendwie Sinnenschärfeprobe machen, ob ich sie erst sehe. Also wenn sie handeln möchte, muss sie aufstehen. Ja. Also wenn sie schießen möchte, sieht Iserun sie. Iserun ist schneller, Iserun kann sie blitzen. Ja, passt. Okay. Dann? Deine Magieresistenz ist?
Das ist eine Paktiererin. Die Paktierer haben eine MR von 8. 8. Alles klar. Oh, Junge. Nicht gut gelungen, aber gelungen. Ah, die 8 hast du eingetragen. Ja, das heißt, um 7 Punkte erschwert. Genau, also alle Zauber, Talentproben und so weiter. Dann ziehst du dir 4 Punkte von der Attacke und 3 von der Parade ab. Und ja, du ziehst dir 18 Inni ab. Ich möchte 18. An dieser Stelle gerne... Das heißt, sie kann nicht mehr unterbrechen, ne? Sie... Hat sie ja keine, schon... Keine gezielten Aktionen unternehmen, steht doch hier. Sie hat ja schon unterbrochen. Ein verfluchtetes Opfer kann kaum noch gezielte Aktionen unternehmen. Weißt genau. du was, ich möchte auch vollziehen. Kampf jeweils ZFP Sternpunkte erschwert. Das ist dem Freifall ja trotzdem egal. Ich möchte genau, auch vollziehen. Genau, dem Freifall ist es egal. Jetzt, wo sie so schön 20 Punkte in ihr unter mir ist, kann ich es mir erlauben. Dann kriege ich schon den Sturmangriff durch, bevor sie dran ist. Okay, dann ziehe ich auch vor und fange an, einen Zwingtanz zu zaubern. Wow, jetzt geht's hier los. Achso, warte mal, ich überlege gerade noch. Wir haben ja trotzdem noch einen anderen... wir fangen erstmal mit Jarlath an, 24. Gut, ich galoppiere los, lege dann die Lanze ein und möchte sie von diesem Wagen pflücken. Warte mal, wie route ich das? Das kannst du nicht. Zurück? Nee, du kannst sie nicht weglanzen. Sie sitzt auf dem Wagen. Sie ist gerade aufgestanden. Das heißt, ich kann die Lanze neben ihr den Kopf weghauen. Zwischen den Fässern steht sie. Zwischen den, also da musst du erstmal die anderen Barbaren umreiten, die gerade. Mach doch die Barbaren. Außerdem mag ich das Pferdchen. Ich bin gewillt, die Barbaren platt zu reiten. So, du hast vorgezogen. Wen willst du jetzt überreiten? Ja, das ist eigentlich egal. Krieg ich sie? Du kannst sie aktuell sie nicht treffen, nein. Nicht mit der Lanze. Ja, warum nicht? Wie, warum nicht? Weil sie ist aufgestanden, das ist ihr Kopf ragt wohl über die Fässer. Nur ihr Kopf, genau. So, und wie willst du anreiten? Dann reitest du voll gegen den Wagen gegen. Ich könnte so reiten, dann zwischen den Barbaren hindurch. Ja, überreitet erstmal die Barbaren, damit fangen wir an. Okay, weißt du was? Egal, lanz mir die Barbaren um und dann Chakra. Also geht's hier rum und hier lang. Ja, das reicht, denke ich. Dann stichst du den Barbaren sogar in den Rücken. Die Flanke, aber ja. Gut, dürfen wir erstmal eine Lanzenratten, bevor wir uns mit Modikatoren aufhalten. Wenn er gegen den kämpft. Das ist gar nicht mal so gut. Das ist nämlich nicht getroffen. Würde ich neu würfen, wenn ich du wäre. Auf wen hast du jetzt geritten? Du stehst jetzt hier. Auf Geirulf. Okay. Toller dort hier. Komm, chip das. Chippen wir das, ja. Chippen wir das. Dann würde der versuchen, gegenzuhalten, beziehungsweise auflaufen zu lassen. Du kannst mich nicht auflaufen lassen, meine Tanzgas SP. Also du hast es gechippt. 15. Hast du es getroffen? Das sollte ein Treffer sein. Sorry, ich habe gerade eben, als ich nachgeschaut habe, die Seite verloren. Hier, Lanzenangriff. Wir haben eine Erschwernis von 4 Punkten für Menschen großes Ziel. Er ist nicht in irgendeiner sonderlichen Bewegung, nicht wahr? Ich habe keine Zone angesagt, ich habe keine Manöver angesagt. Das ist eine Erschwernis von 4 Punkten, das ist locker geschafft, ja. Gut, Schaden in den Rücken von Gaidolul. 3W6 plus, das geht nicht, sorry, ich muss von Hand machen. Wir sind 3W6, kommt 10 und drauf, 23. In den Bauch. Ja, wichtiger Hinweis an dieser Stelle, wenn die Selbstbeherrschung bei Zauber bereithalten misslingt, geht er ungezielt los. Mit dem ersten gültigen Ziel angefangen beim Zaubernden selbst. Da kommt er drauf an, was er gezaubert hat. Das werdet ihr jetzt sehen. Janan, du reitest mit deinem Pferd über eine Eisfläche. Okay. Zauber bereithalten. Lektor, erzähl uns doch mal bitte, was der Alchemist bzw. Svartjok gezaubert hat. Ja, ihr seht das von seinen Händen. Er hat sich da mal reingepustet, aber irgendwie hat es nicht anständig geklappt. Da bildet sich jetzt eine Fläche, also seine Hände leuchten ein bisschen, zuerst blau, dann schwärzer, es bilden sich Kristalle. Also irgendwie gegenpustet, macht es einmal puff und ja, auf den Karren vor ihm breitet sich eine Fläche aus schwarzem Eis aus, die sich dann erweitert. Und natürlich die Sache jetzt mit der Fläche. Jetzt mal auf so einen runden Bereich hier um dem Zentrum des Karrens hier so eine Fläche bildet, die den Boden überzieht. Welches Ausmaß hat die? Hat ein Ausmaß von 30 Rechtsschritt. Im Kreis, ja, können wir jetzt ausrechnen, was der für ein Radius hat. Ich wollte gerade sagen, 30 Rechtsschritt Radius oder Kreis? Oder Moment, Fläche. Wir dürfen nicht vergessen, ich sitze mit Jadan auf dem Pferd und ich habe einen Guardianum.
Also ja, wenn es ein dämonisches Eis ist. Das ist ein Umweltzauber, oder? Es ist ein... Moment. Ich gucke mal nach. Genau, einfach mal an Merkmale gucken. Ja, da gucken wir mal nach. Der hat die Merkmale. Umwelt und Elementar Eis, in diesem Fall wahrscheinlich eher Elementar Nagarach. Genau. Ja, weil dann sprengt er Umgardianum ab. Ja, aber nur der Elementare, der Elementare oder ein Elementare Teil. Die Umweltzauber wird trotzdem funktionieren. Nee, das ist der ganze, das ist ein Zauber. Ja. Also der Zauber hat das Merkmal dämonisch und damit wirkt der Guardianum, wie auch immer. Ist dann aber letzte Runde schon ausgebrochen. Weil er letzte Runde die Selbstbeherrschungsprobe nicht geschafft hat. Aber das ist ja egal. Ich weiß nicht, wie das zu funktionieren hat. Dafür ist der Guardianum gegen Dämonen halt eigentlich nicht gemacht, weil eigentlich gibt es solche Zauber nicht. Doch, laut Elementar. Ich glaube, das kann man mit dem Pandemonium vergleichen. Das ist ja auch so ein dämonischer Umweltzauber. Stimmt, was macht der Guardianum in einem Pandemonium? Das bedeutet, dass man sich innerhalb der Guardianum-Blase ungehindert bewegen kann, denn es verdrängt die dämonische Materie. Das heißt, die Eisfläche bleibt weiterhin bestehen, aber wenn man innerhalb der Guardianum-Kuppel ist, dann wird die dämonische Materie verdrängt und man kann sich normal bewegen. Also ist das Reiten nicht erschwert? Genau, solange Boltax hinter dir sitzt und sein Guardianum wirkt, dann ist das Reiten nicht erschwert. Gut, dann haben wir es geklärt. Warte, kurze Frage an Garnier. Wir haben eine Reichweite von 3 Schritt. Kommen wir zufällig nah genug an den Rand, dass er irgendwie in unserem Kreis ist? Nein, okay, gut. Ich wollte kurz fragen, was das für eine Variante vom Guardianum ist. Der Schild gegen Dämonen. Das Dämonenschutzkuppel durchdringt sich in der Aufrahmung. Ebenfalls findet er Angriffe mittels dämonischer Materie, wie eines Pandemonium. Verhindern dämonischer Bewegung, bla bla, ja. Wahrscheinlich ist das wie so eine Art Nebflug jetzt. Ich meine, als der Guardianum erfunden wurde, gab es halt diese dämonischen Varianten von Elementarzaubern, glaube ich, noch nicht. Und da kannst du zumindest ungehindert reiten. Das ist ein wichtiger Hinweis, finde ich gut. Also sowohl von dieser Igni, der Frigi-Zauber, als dann eben auch der Guardianum. Gut, haben wir das geklärt. Du bist durchgereiten, du hast vorgezogen, du hast Schaden gemacht. Wie viel? 23 in den Bauch. 23 in den Bauch. Wir ziehen 5 ab, bleiben 18. Das ist definitiv eine Selbstbeherrschungsprobe und 42 minus 18. Dann bleiben 18 TP, ne? Wird angetragen. 18 TP, mache ich ja mal kurz. Habe ich schon, wie viele? Wie viele Selbstbeherrschungsprobe? Ist es 1 oder 2 Wunden? Konstitution von denen ist. Von wem? Von den Fjarnen ist 16. 16, ja. Die haben Eisern, dann ist es genau eine Wunde. Okay, dann kriegt sie wird. Dann kriegt sie genau, ich weiß nicht, ob Finsterfang die senkt, aber genau 6 extra Schaden. 6 extra Schaden, weil Wunde im Bauch, meinst du? Mhm. Ne? Okay, dann ist sie auf 12. Auf. Die Lanze lässt du los, ne? Die Lanze muss ich loslassen, ja. Die Lanze lässt du los, aber sie bricht nicht. Gut. Dann hat Jarlan vorgezogen. Auf der 24, Isarun hat einmal vorgezogen und... Ich hatte gesagt, ich ziehe vor und ich beginne zu zaubern. Ich hatte ja gesagt, ich würde gerne den Zwingtanz zaubern. Ich würde gerne eine Reichweite drüber machen als Modifikation ansagen. Ja, warte mal, stopp. Ich fange vorher mal mit dem Perschirasch an. Wie ist der Schleier der Unwissenheit? Ist der an Person gebunden? An Person, genau. Oder an Reichweite zum Zaubern. Nein, an Person. Nee, der ist, der wird auf Person gewirkt und wirkt dann tatsächlich nur auf die der Zauber eben gewirkt wurde. Gut, dann, die Perschirasch entdecken dich nicht, sondern die entdecken dich auch nur auf der 1 bis 3. Dann schaue ich mir mal gerade die geblitzten Kamanatim an. Da ist eine 4 dabei, das reicht nicht. Und dann haue ich mir mal die anderen von Isarun an, ob die dich entdecken. Auch die sind nicht dabei. Gut. Wann darfst du deinen Zwingtanz vorziehen? Genau, ich ziehe den, wie gesagt, vor und ich würde, wie gesagt, einmal gerne die Reichweite erhöhen und einmal ein Erzwingen von 2 reinlegen. Also Fairness insgesamt, gerade beim Zwingtanz und ja, kostet mich 2 SP mehr. Dann schauen wir mal. Er geht eh erst in 3 Aktionen los, also erste Aktion in der nächsten Runde wäre er dann durch. Das sieht sehr gut aus. Mhm. Auf wen hast du es gezaubert? Auf die Nivesen, die auf Goski richtig steht, genau.
gucken wir uns dann nächste Kampfrunde mal an. Da kannst du dann mal die ganzen Werte durchsagen. So, noch irgendjemand, der vorziehen will. Sonst fangen wir wieder an auf der 0 mit dem Alchemisten. Ja, ich habe noch eine Aktion. Ich würde mich gerne bewegen. Ja. 8 Schritte eben. Ich habe auch noch nichts gemacht, deswegen. Oh, die, nee, wir sind auch noch nichts gemacht, glaube ich. Ja, die ist aber mittlerweile auf der 3. Ja, ja, die von 3. Die trotzdem in der Kampfrunde noch ihren Schuss absetzen, oder? Wir hatten uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass sie doch im Grunde schon am Schießen war. Mhm. Ja, in der nächsten können sie, kann sie ja auch noch, aber sie ist halt auf der 3. Sie ist halt nach allen anderen dran. Darf Abel mir jetzt erst meucheln? Richtig. Ist die Frage jetzt, warum kann man mit einem Säbel nicht meucheln? Ist mir nicht sonst klar. Weil ein Säbel keine Stichwaffe ist. Also, du kannst Todesstoß ansagen oder du kannst ganz normal... Kannst doch keinen Todesstoß ansagen, weil der Todesstoß mit Säbel nicht geht. Wundschläge, Hammerschläge, sowas kannst du jetzt alles machen. Du bekommst von hinten einen Modifikator von minus 5. Gut, dann würde ich... Du bist allerdings im Eis jetzt und dann ist dann, dass du jetzt eine Probe fällig ist. Also, aber wenn es sich doch von vorne nach von ihm ausbreitet, dann oder ist es ein... Am Radius. Es ist dieser, ist dieser Wagen um drei Schritt. Alles um drei Schritt um ihn herum ist jetzt mit schwarzem Eis bedeckt und das ist eine sehr glatte Fläche. Und mit drei Schritt? Ja, drei Schritt tatsächlich. Ja, eine Fläche von... Also ich habe mich verrechnet. Ja, also es passt. Was für eine Probe ist notwendig? Eine Probe notwendig? Da muss man der Meister kurz mal sagen, wie viele Sternchen der über hatte. Das gucken wir uns einfach mal über. Eins, es klingt wie eine Körperbeherrschung. Alle. Von aus. Alle das Sternchen. Heißt, ihr dürft beim Betreten eine um 15 Punkte erschwerte Körperbeherrschung würfeln, um nicht auszurutschen. Aber er betritt's ja nicht, er war ja schon da. Richtig, das heißt, du musst mir gar nicht bewegen, großartig, oder? Also das steht, da, steht da irgendwas, was passiert, wenn du dich, wenn du schon drauf bist und einfach nur stehst? Oder natürlich, du stehst ja nicht still, du kämpfst ja auch. Du musst vor dem Kampf musst du eine Kampfhandlungen sind auf derartigen Untergrund kaum möglich. Alle Proben sind um 8 Punkte erschwert. Okay, da hast du es. Vor jeder Aktion muss außerdem eine einfache Gewandtheitsprobe bestanden werden, um nicht auf dem Boden zu landen. Auch das geht. Das geht. Kann diese auch gleich mal machen. Erst eine Gewandtheitsprobe und dann. Moment, aber wir hätten Guardianum am Laufen. Richtig. Hat er nicht, oder? Hab ich hat doch, er doch, klar. Ja, doch. Dann und zwar ein persönlichen. Persönlicher Schild. Und persönlicher gegen Schild gegen du Dämonen. Du tanzt ja, über das Eis. Dann ist es kein Problem. Dann ist es kein Problem. Also kann ich einen normalen Wuchtschlag ansagen, ohne Zuschläge und alles. Du bekommst erstmal eine minus 5 für Angriff von hinten. Richtig. Erleichterung. So. Und er kann nicht parieren, weil du ihn im Rücken schlägst. Ja, dann kann auch nicht parieren, weil er keine Aktionen mehr hat. Das ist auch richtig. Würde ich einen Wuchtschlag 10 ansagen, erreicht dann 5, also plus 5, meine Attacke. Sekunde. Das ist gelungen. Dann so. Schaden plus 10. 22. Ich hatte doch plus 10 angesagt, war? Ja. Ja. Das ist mal... Plus 22 Trefferpunkte. Genau. Rüstung ziehen wir ab. Der hat einen Rüstungsschutz von 3, bleiben 19. Dann hat er noch 11 TP. Von der Trefferzone ist das jetzt sogar interessant. In der Trefferzone. In den Bauch. Oh, sieht gut aus. 19, das sind 2 Wunden. 2 bis 6 extra Schaden. Das könnte ihn beenden, wenn du gut würfelst. Und die Selbstbeherrschungsprobe schafft er auch nicht, das heißt, er bricht zusammen. Unabhängig von den Blendstrahlen nicht geschafft. 2 bis 6 Zusatzschaden. Soll ich die würfeln? Ja, du hast die Wunde gemacht. 6 zusätzlich, dann hat er 5 TP und ist kampfunfähig. Zustand. Sagen wir. Sterbend. Auch wenn das nicht ganz richtig ist, aber... So, dann Abelmir hat vorgezogen. Sonst sind wir wieder bei der 0. Die 0 ist kampfunfähig, die 3 ist dran. Koski. Koski, die möchte gerne jetzt ihren Pfeil abfeuern. Ja. War auf die Hand angesagt. Heißt, der geht jetzt natürlich auch so durch. Genau, da müssen wir nicht dann würfeln, ob er trifft, sondern nur ein W7, ob Nagarach das hier bestimmt oder nicht. Wir würfeln ein W7, 3, das ist keine 7. Dementsprechend trifft das Ziel die Hand von Abelmir. Okay, mit dreifachem Schaden. Genau, einfach mal die Trefferzone, beziehungsweise du hast den Kompositbogen, hast du, ne?
Ist nur eine 6, beziehungsweise es könnte noch was draufkommen wegen Entfernung. Das ist unter 10 Schritt, da gehen 2 Punkte drauf. Ja, sind 8 mal 3. 8 mal 3 sind 24. Du hast selbst Beherrschung gesteigert, ja? Aber nicht so hoch. Was muss ich werfen jetzt? Was für eine Selbstbeherrschung? Du bekommst 24 Schaden. Du bekommst jetzt eine Erschwernis von. Wo ist deine erste Wundschwelle? Erstmal darf er was schon abziehen, oder? Ich glaube, die Rüstung wird ignoriert, oder? Bei einem Wundschwelle ist 9. Nicht, dass ich wüsste. Wundschwelle ist 9. Wundschwelle ist 9. Das heißt, 24 minus 9 sind 15. Das heißt, eine Selbstbeherrschungsprobe plus 15. Ich glaube, das war's. Also, ich sehe nicht, dass hier stehen würde, dass die Ringe ignoriert werden. Könnte ja sein, dass die Rüstung ignoriert wird. Macht halt eh keinen Unterschied bei. Ja, aber mir hat 6 Punkte Rüstung. Fürchte nicht, nein. Obwohl, ich könnte mal hier bei den 18 würfeln. Ich würfel mal bei den 18 neu mit Chip. Nee, eine oder plus gar nichts. Nicht zwei. Dann. Boah. Drei. Nee, dann alle drei. Ich bin ja eh ohnmächtig, oder? Wenn ich Kampf und bist aus dem Kampf raus, ja. Dann würfel ich auf jeden Fall neu die ganze Probe nochmal. Du kannst auch die 1 von der Bakterien neu würfeln lassen, wenn du willst. Nein. Ja, aber das Nackrach, das Ziel bestimmt hilft uns ja nicht. Ich glaube, er meint den Schaden von der 1. Schaden, Witz, ja. Um zu sagen, dass er mir den Schaden auch erhöhen könnte, wenn er wollen würde. Genau. Okay. Ja, dann wirf die Probe neu, wenn du den Schicksalspunkt ausgibst. Also, Matt, ist es überhaupt noch plus 15, wenn er die Rüstung erst abziehen darf? Ja, kannst du mal drauf gucken. Wenn wir selbst nochmal 6 Punkte abziehen, hilft er trotzdem nicht. Du hast recht. Die Wundschwelle ist um 2 Punkte niedriger bei Fernkampf. Ich bin kampfunfähig. Die Wärmschwelle wird gesenkt, richtig. Oh, das tut ja auch weh. Dann hast du wie viele Wunden? 3. Wir haben 24 TP an dir gemacht. Wir ziehen 6 Punkte Rüstung ab, sind 18 TP. 2 Wunden. 2 Wunden. 9. Ja, 2 Wunden. Aber mir, du hast doch dein Guardianum, oder? Freibrei. Ja, zu dem. Der. Ich weiß nicht, ob der zählt gegen Guardianum. Ich meine, es steht nirgendwo, dass der Freifall aus dämonischer Materie besteht. Okay. Nee, der stammt von Nackach, oder? Insofern. Nein. Gelenkt. Ebenfalls verhindert werden Angriffe mittels dämonischer Materie, wie zum Beispiel die Angriffe an das Pandemonium. Gut. Ja, also der Pfeil ist gelenkt. Der Pfeil selbst ist keine dämonische Materie. Der Pfeil ist nur gelenkt, richtig. Kann man jetzt natürlich diskutieren. Ich hausregel das jetzt. Der Pfeil selbst ist nur gelenkt. Ich habe noch einen Armatur-Frischschutz von 3. Ich weiß, ob das hilft. Ja, das ist auch in dem 6er Rüstungsschutz ist das mit drin. Ah, okay. Wir haben den auch schon fertig eingetragen. Also, du warst nicht dabei, als wir es gemacht 33 haben. 33 minus 18. Dann bleiben 15? Fragezeichen? Richtig. 15 Lebenspunkte. Das ist nicht tödlich, aber ja. Kannst du die nächsten. Würfel mal aus, wie viele Kampfrunden du ohnmächtig bist. Mit W6? 2W6, oder? Ich glaube, 2W6 Kampfrunden. 2W6 Kampfrunden, ja. Siehst du, so macht das doch Spaß mit Koski. Dann kann ich den nächsten Freifall wegschießen. So, 11 Kampfrunden. Koski ist auch durch auf der 3. Dann ist die 6 dran mit den Fjarningern. Was tun die? Fjarninger, also die hier unten ist ja frei ausgewichen, das heißt, sie wird sich auf jeden Fall positionieren müssen. Ja, korrekt, sehr gut. Der andere hat noch wie viele Punkte? 5 Punkte weg von der Attacke, oder? Durch Blendstrahl. Dann möchte der. Fangen wir mal mit ihm hier an, für Rafim. Okay,